Schalt mal kurz ein, ich rede mal kurz drüber. Ach so, ja, okay. Ja, spontanes Video hier zu diesem Thema. Preise, Preiskommunikation, vor allen Dingen aber auch Gewinnspiele, Rabatte. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber gerade vor Weihnachten, gerade im Herbst, sehe ich wieder massenweise Gewinnspiele, Rabatte, irgendwelche Werbeanzeigen, die geschaltet werden, wo wieder irgendwas verramscht wird für einen Billigpreis. Also wirklich. Eigentlich müsste man noch denken, dass dieses Thema irgendwann mal vorbei ist, dass man sagt, okay, hey, aus der Vergangenheit, von anderen, es funktioniert einfach nicht. Aber immer wieder vor Weihnachten, auch jetzt im Herbst, wird wieder verschleudert, was geht, Behandlungen 49 Euro, Lasern hier, dauerhafte Haarentfernung, irgendwelche Ombre-Styles für den und den Preis, Rabatte ohne Ende, Gewinnspiele werden wieder rausgepfeffert, ja. Dann ist wieder natürlich auch das Thema, da werden Werbeanzeigen geschaltet, irgendwie Aquafacial für nur 129 Euro oder... Hey Leute, ganz ehrlich, wer sowas nötig hat, der muss mega verzweifelt sein. Das sieht doch auch der Kunde, wenn du da irgendwelche Rabatte, Gewinnspiele, folg mir jetzt und dann erhältst du irgendwie 2 Lose, 3 Lose, wenn du noch dem Account folgst. Das muss doch jedem klar sein, dass das irgendwie auch von außen so ein bisschen verzweifelt aussieht. Also wie verzweifelt suchst du Kunden, wie verzweifelt sammelst du Follower, wenn du sowas nötig hast als Experte. Jemand, der wirklich gut ist in seinem Job, der wirklich ein Experte ist, der hat doch sowas nicht nötig, oder? Der hat doch sowas wirklich nicht nötig. Der hat doch genug Kunden, da kommen die Kunden hin, die empfehlen sich weiter, da geht man doch gern hin, da gibt man gerne Geld aus. Da hat man doch sowas nicht nötig, irgendwelche Dinge zu verschenken, was das für ein Wert auch ist, jedes Mal da irgendwelche Gewinnspiele oder irgendwelche Rabatte zu machen. Ja, auch vor allen Dingen auch den Bewert der Behandlung. Du hast dein Gerät für gekauft, du hast eine Ausbildung gemacht für 5.000, 6.000 Euro, haben da manche Leute Ausbildungen gemacht und Weiterbildungen, teilweise fünfstellige Beträge und dann sitzt du da für 49 Euro für die Behandlung, ja, und machst da halt irgendwie ein abgespecktes Programm für irgendwie halbe Stunde, dreiviertel Stunde, macht da gar keinen Sinn, macht gar keinen Sinn. Und diese Rabatte, vor allem, was locken die auch für Kunden an? Dann hast du halt die ganzen Sparfüchse, was kostet, ah, nee, Produkte will ich nicht, Produkte brauche ich nicht, ich probiere das einfach mal aus. Da kennt sich doch bestimmt der eine oder andere wieder, oder wenn er das jetzt hört. Also wie gesagt, ich kann das immer nur noch wieder sagen, ja klar, wenn du sagst, ah, oh, naja, ich will das, es ist meine Zukunft, Rabatte, Preisaktionen, Kunden, die sagen, ja, ich probiere das mal aus, dann let's do it, ja, wenn du sagst so, boah, nee, irgendwie hätte ich schon ganz gerne Premium-Kunden, die regelmäßig kommen, die auch den Wert in mir erkennen, die mich ernst nehmen, als ich die Produkte kaufen, die da vielleicht auch mal ein bisschen hochpreisiger Behandlungen nehmen, dann sollte man natürlich sowas nicht anbieten und vor allem solltest du dir auch um deinen Ruf natürlich Gedanken machen, weil es natürlich sehr verzweifelt rüberkommt. Ich meine, das sieht ja jeder, das sehen wir auch immer wieder und denken uns, boah, die Armen, die sich da so billig verramschen müssen, damit sie irgendwie an Kunden kommen, da fällt dir wahrscheinlich auch noch nichts anderes mehr ein als das. Ja. Deswegen, da auch wirklich bitte, denk mal drüber nach, wie das nach außen hin wirkt, wenn du da halt solche Dinge machst. Ja. Rabatte, Aktionen, wie gesagt, wir würden es unseren Kunden niemals empfehlen. Ich habe da gerade mit der Maria auch drüber gesprochen, da haben wir wieder den Kopf geschüttelt, weil wir das gerade wieder hatten bei jemandem. Ja, in der Beratung, die kommt da gar nicht mehr raus aus dem Billigramsch, ja. Die ertrinkt da drin, das ist ganz gefährlich. Du weißt, da hast du nachher 60, 70 Kunden da, 80 Kunden im Monat und die kommen dann auch noch unregelmäßig, denen ist ja alles wurscht, sagen dann Termine ab und so weiter. Ist die Frage, willst du sowas wirklich? Also, ne, soll sich mal Gedanken drüber machen. Wenn du so aussagst, so, boah, sorry, ich habe da einfach einen Fehler gemacht, habe ich gemacht, will ich nicht mehr oder hast vielleicht vorher das gehabt und überlegst es dir jetzt besser nochmal, ja, dann ja, informier dich da wirklich drüber. Guck dir andere Videos an, auch wie wir zum Beispiel Tipps geben, wie man Premium-Kunden gewinnt, wie man das genau macht. Ich muss einmal kurz rüberfahren, einen kleinen Moment. Und genau aus dem sollte man sich natürlich dann auch mal daraus, bevor man so etwas macht, Gedanken machen und sich da einfach auch nochmal informieren und überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Und wenn man das nicht machen möchte, wie gesagt, es gibt auch andere Wege, Premium-Kunden zu gewinnen, generell Kunden zu gewinnen. Und wenn du einen dieser Wege einfach erfahren möchtest und einen Leitfaden möchtest, wie genau du das machen kannst, ja, dann bewirb dich bei uns auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Ja. Schau dir das einfach an, schau dich auf unsere Webseite um, sprich mit einem unserer Experten, vielleicht auch mit mir oder mit der Maria Strehl, sitzt hier gerade neben mir. Und ja, dann können wir dir genau sagen, wie das für dich möglich ist und wie du eben ohne Rabatte Premium-Kunden gewinnst. Ja, let's do it, wir sind gleich da. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag.